Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind, wenn wir mit unseren Heimatgeschichten das Münchner und das Ingolstädter Umland erkunden. Diese Woche sind wir am Fuße der 1800 Meter hohen Benediktenwand im Klosterdorf Benediktbeuern. Das Kloster wurde um das Jahr 725 gegründet und ist auch heute noch kultureller Mittelpunkt des Tölzer Landes. Heute zeigen wir Ihnen Ausschnitte unserer Heimatgeschichten dieser Woche. Jeden Beitrag finden Sie in voller Länge in unserer Mediathek. Wir haben im Zentrum für Umwelt und Kultur Volontäre kennengelernt und uns angeschaut, an was sie gerade arbeiten. Ah, und hier liegt also das neue Holz jetzt. Genau, das sind die neuen Eschenbretter, die wir jetzt hier für den Steg verbauen. Mhm. Richtig schön massiv, oh, laut ist auch, gell? Aber wir arbeiten uns hier mal schnell durch. Entschuldigung, Achtung, wir gehen mal kurz hier so ein bisschen vorbei. Das heißt, hier sind jetzt hier alles alte Volontäre, die jetzt das Jahr beenden, oder gibt es auch schon ein paar neue? Das ist jetzt hier eine ganz bunte Mischung. Ja. Das sind zum Teil Freunde von mir daheim. Das sind ehemalige Zivis, ein Jahrgang nach mir, also FSJler. Also eigentlich alle, aber eben, die wissen alle, was sie machen müssen. Die wissen alle, was sie machen, weil wir sind jetzt seit 4 Jahren da. Kommen immer wieder, bauen immer wieder Stege. Ach echt, weil ihr immer seit 4 Jahren immer wieder herkommt und immer wieder hier so Stege baut. Was ist denn eigentlich genau ein Hochmoor? Ein Hochmoor? Das hast du doch vielleicht gelernt in deiner Zeit hier. Das habe ich vielleicht gelernt, genau. Da muss ich kurz was holen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Da gräbt er sich hier in den Matsch rein. Vielleicht gräbt er sich in den Matsch rein. Genau, dafür brauchen wir das hier. Das sind die Torfmoose. Torfmoose, sagst du? Torfmoose, genau. Ja. Und die Torfmoose, man sieht das ja schön, ich habe die gerade einfach rausgezogen. Mhm. Die haben unten keine Wurzeln, sondern die wachsen quasi einfach so in Endlosschleife. Ja. Und während sie oben wachsen, verrotten sie unten und bilden dann das Moor. Also das heißt, da unten wird es Erde dann eigentlich, sozusagen, das Moor, die da Erde. Da unten kommt, also das da ist natürlich jetzt Rindenmulch, ohne Wurzel. Aber wenn man da ein bisschen reinschaut, da liegt natürlich auch was. Ja. Das sieht dann halt so aus. Wird dann zunehmend einfach zum Moor. Das heißt, immer viel Wasser drinnen, natürlich. Genau, ja. Das ist toll, das kann man bei den Dingen hier demonstrieren, wenn man die so zusammenquetscht. Ja, genau. Wie ein Schwamm. Da läuft richtig die Suppe raus. Mhm. Ich merke schon, du hast echt was gelernt hier. Was machst du denn jetzt, wenn du nicht hier bist? Studierst du jetzt? Ich studiere normalerweise. Und Bio und Mathe auf Lehramt. Ja, siehst du, bist du eigentlich in den Bereich auch gegangen, in Richtung, also zumindest Bio ist so. Mhm. Ja, also durchaus faszinierend. Ja, stimmt, sehr faszinierend. Und jetzt erklär mir doch mal genau, wie ihr jetzt hier vorgeht mit eurem Bau. Mit dem Bau? Ja, kannst du mir das so... Schauen wir mal. Das kann ich tatsächlich erklären, ja. Ja. Also wir haben ganz vorne das eine Team da drüben. Ja. Die sind mit der Rammkatze gerade zugange und schlagen die Robinien in den Boden rein. Das sind die Robinien. Robinie deshalb, weil die halt viel langsamer verrottet hier im Moor. Also die Stege halten, also die alten Rubinen haben teilweise 20, 30 Jahre ausgehalten. Boah, weil ihr habt hier kein Feben, kein Fundament, ihr schlagt es wie in Venedig, oder? Ist das da? Werden die Dinger reingehauen? Einfach den Pfosten in den Boden. Und wie viel kommt da rein? Das heißt, es geht schon bis hier. Das sieht man also. Ja, eben, das ist die Hälfte ist im Moor. Kann man mal so daneben stellen. Also, boah. Also, aber teilweise, der Kollege da drückt die gerade so nett mit der Rammkatze im Boden. Mhm. Gestern hat er sich einfach auf einen draufgesetzt. Ging auch, ist reingeflutscht. Ist der einfach in den Boden reingerutscht. Ja, eben, manchmal verschwinden die wahrscheinlich fast, oder? Das kann passieren. Ja, also es kommt oft vor, dass wir schlag mal einmal und flupp ist schon weg und dann muss man den anderen auch wieder ausgleichen. Oh ja, okay. Genau, dann kommt die Unterkonstruktion ran. Das wird da drüben gerade nicht gebohrt. Genau, kommen 2 Lärchenkanthölzer ran, eine Gewindestange auf jeder Seite durch. Dann ist es quasi soweit fertig. Dann kommen hier die Lärchenrundlinge drauf. Die werden meistens schön genagelt. Das sieht man da drüben. Und dann kommen noch die Lärchenbretter zum Abschluss drauf oder die Eschenbretter. Und da kommt ja jetzt der alte Pfad hier. Ist das der alte Steg, der dann abgerissen wird? Das ist der alte wird? Steg, der wird aber in dem Fall nicht abgerissen, sondern wir bauen drüber. Mhm. Weil falls der neue absinkt, landet er auf dem alten, dann hat er noch mehr Fläche. Aber ihr habt sozusagen die Wegeführung ein bisschen geändert dann jetzt. Genau, das ist Absicht, das ist vom Pater Geisinger angeordnet. Der hat gesagt, er will den Bereich da hinten ein bisschen beruhigter. Und deshalb bauen wir jetzt einfach hier den neuen Steg um die Kurve. Und während alle fleißig sind, erzählt mir Hannes, dass es noch mehrere dieser Pfade gibt.
Also Hannes, es gibt ja hier aber mehrere dieser Pfade, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben hier den Hochmoorpfad mit den Stegen. Und dann haben wir hier an dem Weg, wo wir entlang gefahren sind, gibt es noch den Gehölzpfad mit ein paar Informationen zu den Gehölzen, die hier wachsen. Dann haben wir noch einen Barfußpfad, wo so ein paar Barfußelemente mit drin sind. Einen Evo-Pet-Parcours, wo es um Evolutionspädagogik geht. Und dann haben wir noch einen Klangpfad. Das sind halt so ein paar Klangelemente mit Wasserrauschen und solchen Sachen damit eingebaut. Ganz schön, da kann man sich ja auch ein paar Tage aufhalten und hier schöne Ausflüge machen. Da kann man schöne Ausflüge machen, das ist richtig. Und dann haben wir im Kloster noch mehr entdeckt. Sommerkonzerte Benedikt Beuern, junge Solisten und Markus Kreul. Und die proben hier gerade. Da schauen wir es mal rein. Hier. Also Respekt, ihr macht ja echt tolle Musik. Wer steht jetzt hier? Genau, das ist der Stefan Pitz aus Belgien. Und das ist der Josef, der kommt aus Bad Tölz und ist nicht nur ein toller Sänger, sondern Raumfahrtingenieur bist du auch. Ich bin Luftraumfahrtingenieur, ja. Ach wow, und du machst es nur nebenher mit dem Singen? Ja, nebenher und wir haben uns auch in Belgien kennengelernt, da ich vor einem Jahr nach Belgien weggewechselt bin. Wenn Sie noch mehr dieser wunderschönen Musik hören möchten, klicken Sie einfach auf unsere Homepage. Nach einer kurzen Pause gibt uns Pater Claudius noch einen Einblick in die kostbaren Säle des Klosters und wir besuchen eine Kunstausstellung. Wir sind 60 Kilometer südlich von München in der Gemeinde Benedikt Beuern. Pater Claudius nimmt uns jetzt mit in einen der wunderbaren Säle des Klosters. Das Ganze hier ist unser sogenannter alter Barocksaal, entstand so um 1670, ist ein frühbarocker Raum. Toll ist die Bildergeschichte, das haben wir ja schon in dem ersten Raum entdeckt. Und ich würde gern hier unser Augenmerk auf ein Bild richten. Das ist das Bild hier über uns. Es geht hier übrigens ständig um das Thema der Mensch und sein Leben. Wohin soll er? Woher kommt er? Was soll er damit anfangen? Und hier haben wir ein Bild, das auch versucht, eine Antwort zu geben auf das Leben des Menschen. Der Mensch wird mit einem Wagen verglichen. Das ist ein altes Bild aus dem klassischen Altertum. Der Wagen hat vier Räder. Das ist logisch. Und wir haben das linke Hinterrad, das ist ein Feuerrad, nicht deswegen, weil die Bremsen versagt haben, sondern deswegen, weil es auf die vier Elemente hinweist. Also das linke Hinterrad weist hin auf das Element Feuer. Das linke Vorderrad weist hin auf die Luft. Das sind vier Engelsköpfe, die pusten. Das rechte Hinterrad, man sieht es im äußersten Winkel des Bildes, am Bildrand, das ist ein Rad, das trägt Wasserschöpfkellen. Also das Wasser, Feuer, Luft, Wasser. Und jetzt können wir das vierte Rad ergänzen, das ist die Erde. Ja, ja. Also die vier Elemente. Warum werden die vier Elemente dargestellt bei diesem Wagen? Wir haben eine Zeit in der Menschheitsgeschichte bei den Griechen, da ging es um die Frage, woraus besteht denn alles, was ist? Wir heutigen sagen Atome, Quarks, Moleküle. Die damals haben gesagt Luft und Feuer oder Wasser und Erde. Also das ist
der materielle Bestand des Menschen, also die leibliche Dimension. Aber es gehört viel mehr zum Menschen. Hinten auf dem Wagen sehen wir einen Engel, der die Hände gefaltet hält. Das ist der von Gott her begabte Geist. Also Körper, Geist, Seele, das ist die Einheit Mensch. Und von so viel alter Geschichte geht es jetzt in unsere nähere Geschichte. Und zwar in das Benedikt Beuern der 50er, 60er Jahre. Künstlerin Birgitta Görke hat uns ihre Werke gezeigt, die gerade im Kloster Benedikt Beuern ausgestellt wurden. Okay, Birgitta, also du hast immer alte Fotos und dann mit einer neuen Collage daneben hier angeordnet. Ja, wobei die Collagematerialien sind natürlich zum großen Teil auch aus dieser Zeit. Das ist ja so ein bisschen der Trick der ganzen Sache. Ich habe also diesen alten gehäkelten Pudel hier gefunden und den haben tatsächlich, glaube ich, meine Eltern mal irgendwann geschenkt bekommen über eine Sektflasche oder sowas. Echt? Ich habe den jetzt hier so ein bisschen anders verarbeitet und habe gedacht, also der muss doch irgendwie noch weiterleben. Ganz süß. Also kommt aus der Typisches. Zeit, ja, okay. Aus den 60er Jahren, als auch diese Fotos gemacht wurden. Und wer hat jetzt die Fotos aufgenommen? Wo kommen die her? Die Fotos stammen in dem Fall von meiner Mutter oder meinem Vater, weiß ich nicht genau, die während des Aufenthalts in Benedikt Beuern das gemacht haben. Ich nehme an, dass dieses mittlere Foto müsste so von 1969 sein. Da war auf dem Straßberg Skibetrieb. Man konnte dort Skikurse machen. Habe ich damals auch gemacht. Ja, du bist vielleicht eine von den kleinen schwarzen Möglicherweise ist dann zu dieser Zeit auch das Bild entstanden. Und hast du dann die Collage, also hast du erst die Bilder zusammengestellt und dann gemalt oder wie hast du das kombiniert? Das Ganze ist so ein bisschen gleichzeitig entstanden, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass ich das jetzt eins erst und dann das andere. Ich habe Bilder gesucht und dann habe ich wieder Collagen gemacht. Ja. Ich brauche da auch immer so ein bisschen diese Kombination, diese Mischung. Das war's aus Benedikt Beuern. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.